Karte. Alter. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Wer? Wer ist da? Aufgepasst! Zwei Schüsse, Alter. Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Drei Schüsse! Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. Alter. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Erzähl's mir. Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Ja, wo soll ich denn hin, Alter? Ich bin ja eingesperrt. Außer ich gehe zur Polizeistation. Ich muss ja nochmal zur Polizeistation, hey, oder nicht? Ich hab noch nicht ausgeredet. Ach nee, der Bitch folgt mir nicht. Alles klar, also gibt es auch Hunde. Drei Schüsse. Im Normalfall drei Schüsse. Ich habe irgendwie das Bedenken, dass es mehr sind. So, natürlich nicht lang. Wir hätten jetzt hier oben das Licht angemacht. Da ich, um ehrlich gesagt, nicht so ein Hundefan bin, also ich mag schon Hunde, aber ich bin kein Hundefan. Ich mag, also, wenn die Frage kommt, Katzen oder Hunde, dann bin ich auf jeden Fall immer bei Hunden. Und da es Zombie-Katzen noch nie gab, halb auch warum auch immer, weil Zombie-Katzen wären eigentlich schon eine geile Scheiß. Wenn die Situation es ergibt, dass ich laufen kann, versuche ich es natürlich, ja. Sorry, da ist doch die Hundestaffel. Ich will doch schon irgendwie sowas, ein Scheiß. Alter, das tut mir wirklich leid, ey. Ach ja. Haben die hier die 5 Hunde? Gib mir Schrotze. Muss ich hier lang? Gibt's hier was Wichtiges? Das ist jetzt die andere große Preisfrage. 5 Hunde. Naja, wenn es 5 Hunde sind. Und jeder schluckt 3 Kugeln. Dann schaffe ich das rein theoretisch mit meinem Pistolenschuss nicht. Also darf ich keinen verfehlen. Alter, ich schieße einfach. Es tut mir leid.
Die Dose. Soll ich dich erlösen? Ja, sollst du mich erlösen? Egal. Zur Entsorgen des Objekts. Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Detail verborgener, ungebrauchter Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferräume des Wagens öffnen kann. Ah. Okay. Hunde kommen erst, wenn du den Strom anschaltest, an diesen Ort. Alles klar. Nachricht von Mr. Rickon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus The Rickon Sudden. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich etwas mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Rickon-Figuren, oder? Also, ich habe gehört, einige böse Kinder die für Schießübungen benutzten, aber das macht mich sehr traurig. Warum denn? Liebe kleine Kinder würden doch nicht so gemein sein, oder? Nämlich total mega gefährlich. Oh, schlimm. Oder hier irgendwie den Kauf. Alter. Haben die irgendwas? Gibt's noch Alfredo? Entweder erwachen die nur, wenn ich da drauf schieße. Irgendwas hier. Problem ist halt, ich muss halt wirklich an die irgendwas. Nee. An die Leichen hier hinantreten, weil vielleicht was versteckt sein könnte. Was komisch. Alter, was ist komisch jetzt hier, Alter? Die Hunde kommen erst, wenn ich den Strom anschalte. Die leben, aber machen nichts. Den Strom sicherlich für irgendwas. Wenn ich hier reinzukommen. Danach kommen die Hunde wahrscheinlich. Blaues Kraut. Ach, das war gegen Gift. Gegen toxische Sachen. Gibt es da noch irgendwelche toxischen Sachen oder was?
Wenn ich das jetzt bekomme, muss es ja auch langsam irgendwelche Viecher geben, die mich vergiften. Frage, kann ich die Hunde hier drinnen erschießen? Sorry, ich probier's einfach aus. Merkt gleich, ich probier's einfach aus. Wage es nicht! Dann bringt das doch was, oder? Das ist ein Unterschied macht bei der Anzahl. Das sind drei Hunde. Willst du mich irgendwie komplett natzen, Alter? Die haben ja alle gleich einen Durchgang. Warum soll ich die denn freilassen? Das sind Zombie-Hunde. Kurbel brauche ich nicht. Wir wollen keinen Auslauf haben. Ich probiere es jetzt einfach aus. Es tut mir leid. Ich probiere es einfach aus. Jetzt. Ja. Ich muss den Strom hier anmachen. Ich werde die sowieso wahrscheinlich alle töten. Du hast aber gesagt, es sind 5 und da hier sind nur 3. Also ganz ehrlich, ich hätte auch schon längst da oben den schwarzen Typen, also diesen Afroamerikaner, hätte ich jetzt auch schon längst schon langsam umgebracht, weil das wahrscheinlich eine übelste Gefahr ist, einfach nur. Für uns alle. Ja, da kommen noch mehr. Toll. Kriegen wir das ja schon. Toll. Gibt Hunde als Dingsbums? Oh, hallo? Gibt doch noch, oder? Er lebt doch noch irgendein Kunde, oder? Ich weiß nicht, ob ich Munition verschwendet habe. Ich bin der Meinung eigentlich nicht. Sollte ich jetzt Munition verschwendet haben? Habe ich jetzt ja alles gefunden? Natürlich nicht. Kann wahrscheinlich alle aufmachen. Oder? Hoffentlich, dass noch welche kommen oder was. Der steht doch gleich auf, der Typ, oder? Ich weiß nicht, diese Beine habe. Wahrscheinlich sind das die toxischen Viecher.
sind nur Käfer. Ja, aber das ist verschoben. Das ist Justin Hansen, Mende. Ich war jetzt 39 Jahre alt, Beobachtung vom Personal, tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstachel zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach. Ist verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals war. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter. Wobei das nur seiner klinischen Diagnose entspricht. Ja, den Autopsiebericht ist verboten. Oh. Ist bei den Käfern was drin? Das ist jetzt die bessere Frage. Alle, lebst du oder lebst du nicht? Motherfucker. Oh, du Wichser, ne? Was zum. Ja, wir haben Bock auf ungelösten, ungeguckten Besuch hier, ey, ganz ehrlich, ey. Da schläft niemand, der wäre aufgewacht, der Typ. Ich weiß es ganz genau. Ich hab schon so viel Munition hier gefunden. In diesem Spiel. Und ich hab schon so viel verballert. Stell mal Hans so ein, dass er damit 2 Minuten Differenz spammt. Naja, das kommt dann alles auf einmal zu, das ist halt ein bisschen doof. Hat der was? Ne, hat auch nichts. Muss ich mal rausnehmen. Halt jede Stunde einmal, dass er richtig rumspammt. Muss ich wahrscheinlich raus von den Typen, oder? Da nichts, oder? Ich hasse dich, Steve. Ich hasse dich, Steve. Komm nicht ran. Fuck. Gönnst du den alten Chat? Ja, ich weiß. Aber jede Stunde einmal. Komm nicht ran. Schüsse einfach nur, also. Der braucht nur 2, wisst ihr? Die Hunde brauchen 3. Wie ist das nicht, ey? Karo-Schlüssel, boah, der Karo-Schlüssel. So, Hundis. Doch da jemanden, oder? Also entweder stehen die nochmal auf, weil die